Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Da ist Knöpfle. Bitte. Guten Abend. Hallo. Wir sind's. Ein neuer Orcast will ein Mikro gehustet sein und wir sind da die Letzten, die uns dann wehren. Wir machen das dann einfach. Richtig. Wir sind bei der 90. Glückwunsch. Ja. Hey, schon wieder. Ist wieder ein Zehner voll. Ja. Ja. Es ist fast jedes Jahr haben wir so einen. Ist irre. Ja. Irre. Ja, die 90 hat einen Titel, den du sagen musst, weil der mir jetzt nicht direkt vorliegt. Weil du nicht aufgeschrieben hast. Genau. Ja, leider. Ach komm, ich mach das mal. Mach das mal. Ein Fall für Gordon Bleu, Doppelpunkt, fünf Freunde und die Killeglobuli. Genau. Ja. Was wie immer die letzte Folge komplett zusammenfasst. Genau, alles und drin. Die jetzige. Und die danach. Ja, und alle, die da kommen werden. Mhm. Das ist welche Story? Irgendwas gibt's doch mit. Ich bin der Größte von allen und alle, die da kommen werden. Irgendwas gibt's doch da. Schreibt uns. Du sprichst den Rätsel. Ich glaube, ich habe das letzte Mal auch, habe ich es erwähnt, dass Markus von Hörspielsachen uns geschrieben hatte und uns auf den Film aufmerksam machte, der mir aber irgendwann noch eingefallen ist. Ich weiß nur nicht, ob wir das noch im Off gesagt hatten. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die aufmerksamen Hörer, die uns immer was schreiben. Wenn mal ein R fehlt, Grüße. Döte. Döte Poschau, die hatte auch nämlich ein R zu wenig, habe ich gesehen. Ja, und der Fall, also falls ich es nicht im On hatte, ich habe über den Film, jetzt weiß ich schon immer, Eden Lake. Ach so, ja, stimmt. Ich hatte nur The Lake irgendwie in Erinnerung. Nee, es war Eden Lake. Den Horrorfilm, ja. Ich glaube, das hatten wir noch drin. War noch drin, das dann wahrscheinlich im zweiten Teil. Ja. Und erwähnen können wir auch noch, dass es von Enemy Mine auch ein Hörspiel tatsächlich gibt. Das hat der Hans-Jörg uns geschrieben. Vielen, vielen Dank. Ja, Hans-Jörg hat uns darauf hingewiesen und tatsächlich, ein Ding auch vom SSDR, ich habe jetzt das Jahr vergessen, aber war schon ein bisschen älter. Ja, aus dieser Science-Fiction-Reihe wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Ja. Wie hieß das? Science Fiction im Tonstudio Schieß mich tot? Es gab mal einen Mord aus Studio 13 oder hieß das dann nur aus Studio 13? Dann wahrscheinlich schon Science Fiction. Hm. Naja, da gab es auch eine Reihe. Da sind dann auch so Sachen. Die Lovecraft, eine von diesen Lovecraft-Erzählungen, ne? Diese Doppelfolge damit. Die bei Pidax dann rauskam. Genau, bei Pidax rauskam, ja. So. Ja, wir wollen euch ja was erzählen. Und zwar machen wir es wie im vorletzten Monat, also eigentlich wieder wie immer oder in den letzten 10 Folgen oder so. Wir starten mit einem Update des Monats Juni, weil es hat sich seit dem Voraushör im letzten Orcast noch etwas getan. Genau, dann starten wir unseren großen Rückblick in den Hörspielmonat Mai und erzählen euch, was wir da alles gehört haben. Ja, dann kommt die Gedöns-Kategorie mit den News, mit dem Gewinnspiel und was das so sonst noch rumkreucht. Und ein paar Reste haben wir auch noch. Dann gucken wir, was der Juli für euch zu bieten hat. Und genau. Erzählen vielleicht dann auch schon die eine oder andere Sache, die wir gehört haben. Ja, mal gucken. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Das wird wieder ein Fest für die Ohren, habe ich das Gefühl. Der Juli? Ja, unser Orcas. Ach so, das meinst du? Der Juli nicht, ja, der Juli ist. Ja, das ist ja hier, Orcas, der zählt. Wer hört schon Hörspiele, wenn es Podcasts gibt? Ja, eben, genau. Aber muss ja keiner mehr hören, wir haben ja alles dazu gesagt. So ist das doch. Nein, um Himmels Willen. Deswegen machen wir das ja, dass ihr dann gefälligst das hört, was wir gut finden. Weil wir denken, dass ihr das auch gut findet. Wie denken, das ist ja wohl Fakt, oder? Naja, da gibt es verschiedene Meinungen, so glaube ich. Findest du? Ja. Ja, ich glaube, der ein oder andere Macher sieht das ganz anders. Ja. Ich fürchte auch, ja. Ja, Grüße. Grüße. Da kommen wir heute auch noch zu. Da kommen wir heute auch noch zu, meinst du? Ja, also Einzelne, die uns richtig toll finden, da haben wir heute auch noch was zu erzählen drüber. Aha, okay. Aber ich bin gespannt. Mal gucken, ob wir euch verraten, wo. Oder ob ihr es merkt. Ja, dann starten wir durch. Ja, genau. Update. Also es geht gleich mit einem los, wo das alles gar nicht der Fall ist, sondern was uns jetzt erst seit kurzem bekannt ist, ich glaube so eine Woche oder so, ist das irgendwie erstmals aufgetaucht. Also mir war es blank neu jetzt. Ja, also das war letzte Woche irgendwie kam mal so eine Meldung raus und zwar, dass der Hörverlag jetzt auch eine Serial-Seite hat und auf dieser
Podcasts veröffentlicht wird. Hörspiel-Podcast, vielleicht auch irgendwann Lesungspodcast, aber zunächst gibt es mal ein Hörspiel und das aufgemerkt von Melanie Raber, ein Originalhörspiel mit dem Titel Der Abgrund. Und nicht nur Melanie Raber ist dabei, sondern an dem Regiepult sitzt Anja Herrenbrück. Und das verspricht ja schon mal einiges. Man baut einen Thriller über 10 Folgen, der im Abstand von 5 Wochen, also im Zeitraum von 5 Wochen erscheint. Jede Woche gibt es 2 Folgen. Los geht das Ganze am 21.06. Wie gesagt, bei hörverlagserials.de könnt ihr das Ganze dann runterladen. Der Abgrund, es geht um einen Journalisten, der ja auf seine alten Schulkameraden trifft oder auf eine Gruppe alter Schulkameraden. Insgesamt sind es dann 6 Leute. Die beschließen, ein Wochenende gemeinsam miteinander zu verbringen. Schon am ersten Abend tut sich Merkwürdiges aus. Sie sitzen zusammen beim Abendessen in einem Lokal und dann kommt die Frau, die sie bedient oder bedienen will, erschrickt furchtbar, lässt das Geschirr fallen und wird nicht mehr gesehen. Dann kommt sie später nochmal und legt einen Umschlag mit 100 Euro auf den Tisch und verschwindet ebenso wieder. Und dann tut sich so nach und nach in diesen Folgen ein Geheimnis auf, beziehungsweise die einzelnen Geheimnisse der einzelnen Leute auf. Es wird immer mehr publik, was Einzelne wissen, was vielleicht nur 2 oder 3 wissen, was vielleicht nur 2 wissen. Dadurch entspinnt sich so langsam eine Story. Also man erfährt ziemlich früh, dass es damals zu ihrer Abi-Zeit ein Unglück gab, ein junger Mann ist ums Leben gekommen, er ist in den Tod gestürzt vom Leuchtturm und ja, das spielt halt auch eine Rolle. Das ist also so eines der Geheimnisse, die es da in der Vergangenheit gibt, wo der ein oder andere was mit zu tun hat oder verdächtigt wird, etwas damit zu tun zu haben. Ja, das läuft dann, wie gesagt, über 10 Folgen, jeweils eine knappe halbe Stunde, manchmal nur eine Viertelstunde, aber so insgesamt kommt man dann doch schon auf mehr als 3 Stunden Spielzeit mit allen 10 Folgen. Ich fand das wirklich spannend und gut erzählt. Was mir gut gefallen hat, war dieses Zusammenspiel der Akteure, dass man auch nämlich hört, dass da die Leute wirklich zusammen im Studio standen und gemeinsam eben gesprochen haben und das eben nicht so aneinander geklebt ist. Das ist tatsächlich was, was richtig Laune macht und ich hoffe dann doch, dass es da noch mehr in dieser Richtung geben wird beim Hörverlag. Also das war schon mal ein wirklich schöner Auftakt, spannender Thriller, der vielleicht durch diese Geheimnisse mit der Vergangenheit ein bisschen zunächst uninspiriert wird, aber der hat durch diese Storys, die da zusammenkommen am Ende, durchaus Potenzial und auch wie man das Ende auflöst, ist wirklich bemerkenswert. Aber da will ich nicht zu viel verraten. Hört es selber rein. Wie gesagt, ab 21. Juni geht's los. Das ist ein Freitag und dann kommen jeden Freitag danach 2 neue Folgen bis zum 19. Juli. Das klingt wirklich gut. Da freue ich mich sehr drauf. Ja. Genau. Dann noch etwas Besonderes, was herausgekommen ist, und zwar ein Hörspiel Deezer Originals bei Deezer. Ja, das ist quasi der Start für Deezer in den Hörspielmarkt. Und ja, es ist ein Hörspiel erschienen, das heißt Der Ausnahmezustand, in mehreren Teilen. Teil 1 und 2 sind jetzt erschienen und wöchentlich kommt dann ein Teil jeweils dazu. Worum geht's? Es geht um so eine, ja, dystopische Zukunftsvision, die aber sehr nah an der Realität ein bisschen gestrickt ist. Also es geht um, ja, ums Klima und um totalitäre Tendenzen und das Ganze spielt in Kopenhagen. Hauptpersonen sind ein Paar, das bei der Polizei tätig ist, in höheren Positionen, und die haben ein Kind verloren, ein gemeinsames, durch Suizid. Und die Frage ist halt, steht dann im Raum eben, wie der Suizid zustande gekommen ist, also was der Grund dafür ist. Und es schwebt halt im Raum, dass das mit einer politischen Bewegung zu tun hat, einer Jugendbewegung, die gegen das System rebelliert und ja, umstürzlerische Tendenzen quasi hatte. Und jetzt halt die Frage, hat es damit zu tun oder nicht? Das steht quasi erstmal so im Zentrum. Wobei ich sagen muss, also ich habe noch nicht viel gehört, weil mich das Ding erstmal verloren hatte am Anfang, ziemlich früh. Und ich mir da dann doch ein bisschen mehr Zeit nehmen muss für, um da nochmal schön in Ruhe reinzukommen und das in Ruhe dann nochmal zu hören. Deswegen also sage ich da erstmal noch nichts dazu. Ja, wir haben, also ich habe jetzt die erste Folge gehört und die zweite bis zur Hälfte. Also aktueller Stand gibt es jetzt, glaube ich, 3 sind jetzt, glaube ich, erschienen.
Ich fand es tatsächlich spannend. Allerdings, was mich so ein bisschen stört, sind die Klischees. Also dieses Kopenhagen, das so ein typisches Skandinavien-Krimi-Flair. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also das ist mir so ein bisschen so uninspiriert. Das ist mir, da geht bei mir der Baukasten schon auf und finde ich dann. Aber mal gucken, was man daraus macht. Also abschließend Urteil wird dann wahrscheinlich im nächsten Orcast möglich sein. Kommt das hin? 8 Teile? Ja, vielleicht gerade so. Schaffen wir vielleicht gerade so. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, aber dann, aber, Mensch. Aber es scheint zumindest ein Trend zu sein, dass man fiktionale Podcasts jetzt im Hörspielbereich doch öfter macht. Ich bin mal gespannt, ob das sich durchhalten lässt, weil Hörspiel ist ja nicht ganz billig und das dann so für lau rauszugeben. Also selbst das Deezer kann man ja auch nicht nur bei Deezer eben bekommen, sondern auch bei verschiedenen Podcast-Diensten. Das kann man ja ganz normal abonnieren und kriegt das dann auch umsonst aufs Handy gespült, ohne dass da dieser irgendwas von hätte. Also schön für den User natürlich momentan. Ja, auf jeden Fall. Also, dass da sowas dann gemacht wird. Wenn dann Lars Rudolf zum Beispiel, also ja, auch als Nebensprecher noch, dann noch auftaucht, aber trotzdem. Gehört. Ja, man hört ihn ja sofort. Ja, dann Mensch. Hörspielträume gehen noch in Erfüllung. Es gab tatsächlich, sie ist rausgekommen, einen neuen Fall für die Detektei Sonderberg und Co. Ich habe mich immens gefreut, schon im Vorfeld, als das bekannt wurde, dass es einen neuen Fall gibt, weil es ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsserien, weil die einfach in so vielen Belangen einfach besonders ist und heraussticht. Ja, ich kann ja mal versuchen, die Besonderheiten so aufzuzählen. Das Ding kommt auf 2 CDs daher und das Ding fühlt sich tatsächlich so ein bisschen ältlich an. Ältlich in dem Sinne ganz und gar nicht, wie die Story gestrickt ist und wie sich das letztlich anhört, sondern wie man sich Zeit nimmt, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist einfach ganz wundervoll, obwohl das ja mittlerweile bei Audible auch passiert, ja. Aber irgendwie hat das tatsächlich sowas von alten Radiokrimis, die so ein bisschen länger gedauert haben. Also dieses Prinzip, dass man einfach viel tiefer in die Figuren einsteigt und den Figuren einfach Raum zum Atmen irgendwie gibt, den Dialogen Raum zum Atmen gibt und ja, sich da was entspinnen lässt tatsächlich, natürlich gespeist dadurch, dass die Dialoge einfach toll sind. Das ja, Ganze nicht alles auf der Storyline sitzt. Das finde ich auch so bemerkenswert. Ja, das hat halt Luft also einfach. Dem Ganzen ein bisschen Raum gibt, sich zu entfalten der Story und nochmal so vermeintlich unwichtige Sachen mit einzustreuen, das ist wirklich schön. Die einen aber nie nerven und das macht wirklich den Unterschied aus, ja. Das ist gut, ja. Weil die Figuren einfach so gut angelegt sind und man denen einfach gerne zuhört, was natürlich auch an den Schauspielern liegt. Also hier zum Beispiel, wie ein Andreas Fröhlich wieder auftrumpft, ja. Das ist natürlich eine Bank als den tüdeligen Gregor, das ist einfach fantastisch in jeder Szene und natürlich auch die Hauptfiguren. Jan-Gregor Kremp ist fantastisch als Sonderberg. Na, und dann natürlich Regina Lemnitzer als Mimi ist auch eine Bank. Ist einfach ganz toll, denen zuzuhören. Ja, und dann kommt noch eine interessante Geschichte einfach dazu, die zudem so diesen Hauch von Authentizität genau. hat. Also, dass es einfach sehr griffig ist, ein sehr griffiger Krimi, dem man glaubt. Also den man jetzt nicht irgendwie für aufgesetzt hält, sondern den man glaubt, auch wenn der Teil teilweise schon auch so, ja, jetzt nicht fantastische Elemente hat, aber schon Elemente hat, die so überbordend sind, aber man glaubt ihm einfach wirklich und ist da immer mittendrin im Geschehen, ja, weil man das alles für bare Münze, haha, passt ja, für bare Münze hält, ja. Was dort geschieht. Ja, worum geht's? Es geht um diverse Sachen. Erstmal müssen wir uns von einer Figur verabschieden, was ein ziemlicher Schock ist am Anfang. Also das ist, ich dachte, was, habe ich jetzt richtig gehört? Ja, Spoiler vielleicht vorweggeschickt, aber es steht ja auch im Klappentext. Inspektor Van den Beek ist tot, aufgefunden worden in seinem Büro, der ja Sonderberg bis zur Folge 8 begleitet hat. Und da steht natürlich die Frage im Raum, wie zum Hack ist das denn zustande gekommen? Wer steckt dahinter? War das ein Selbstmord oder was ist jetzt wirklich passiert? Denn gleichzeitig tauchen noch andere merkwürdige Dinge auf. Zum Beispiel wird das Augenmerk gelenkt auf einen Fall einer Räuberbaroness, schimpft sie sich, die aus dem Knast geflohen ist, nach 15 Jahren Haft auf dem Weg nach Düsseldorf zu sein scheint, um dort was zu tun. Man weiß es nicht so genau. Es steht im Raum, dass dort ein, etwas Wertvolles gesucht werden soll und das weckt natürlich die Begehrlichkeiten von diversen Parteien. Und wer tritt natürlich wieder mitten ins Fettnäpfchen? Ja, es gibt nur einen, das ist Gregor, der einen neuen Job hat als Totengräber und just dort in einem Grab auf etwas Wertvolles stößt. Und dadurch alle Personen in diese Geschichte gestrudelt werden. Die große Frage im Raum steht, ja, wer bekommt den ein Tüttelchen Schatz am Ende?
Ja, was ist vor 15 Jahren wirklich passiert mit dieser Räuberbaroness? Was hat es mit ihr auf sich? Und was ist mit Inspektor van den Beek passiert? Also wird es wirklich so ein Kaleidoskop an Möglichkeiten quasi aufgebreitet und so nach und nach wird man schlauer, aber wirklich nur langsam. Das Ding geht, wie gesagt, nimmt sich wirklich Zeit, geht langsam vonstatten. Und ist einfach wirklich ganz toll. Das ist so ein Genuss, das zu hören. Das ist so toll gemacht. Mit viel Liebe zum Detail, mit toller Musik, mit immens guten Darstellern. Eine pfiffige Geschichte, die sehr viel Spaß macht an sehr vielen Ecken. Wirklich sehr skurrile Szenen drin, die ganz toll geschauspielert sind auch. Also allein die Besäufnisszene ist herrlich, fand ich. Ja, ein großer Spaß, ein tolles Finale, rundum gelungen und dann als Zuckerle obendrauf wieder ein Kurzhörspiel, sage ich jetzt mal, das glaube ich nur für die CD-Besitzer vorgesehen ist, wenn ich mich recht erinnere, war das nicht so bei Sonderberg? Wenn ich es wumpe, ja, wo noch eine Kurzgeschichte hinten dran geklatscht wird, eine sehr herzige, die das Ding rund macht und ja, ach, Sonderberg, ist so schön, wieder Sonderberg zu hören. Das war eine ganz große Freude. Dankeschön, ja. Dennis Erhardt. Super. Ja, dann springen wir ins Radio. Der SWR hat für Pfingsten ein Hörspiel aufgelegt, was auch im Herbst beim Hörverlag erscheinen wird. Und zwar Don Quixote von der Mancha nach Miguel de Cervantes Saavedra. Das Ganze hat Katrin Zipse jetzt für auch jüngere Ohren neu aufgelegt als dreiteiliges Hörspiel. Also sind es gut fast 3 Stunden, die man hier lauschen kann. Perfekt besetzt mit Christian Brückner als Don Quixote und Daniel Zillmann als sein Kompagnon Sancho Panza. Panza ist auch. Sancho Panza. Ja, Panza. Don Quixote ist ein Freund großer Ritterromane und irgendwann überkommt es ihn und er stellt sich vor, selbst ein Ritter zu sein und macht sich dann auf in die Welt, um verschiedene Abenteuer zu erleben. Ich glaube, die Story ist ja relativ bekannt, also zumindest mal so die groben Züge, so Windmühlen, das kennt man alles. Und es sind aber tatsächlich deutlich mehr Stories, die hier verarbeitet werden, kleine und große Geschichten, die hier eine Rolle spielen, die nett vorgetragen werden. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich fand das Format mit diesen Episoden eigentlich ganz gut. Ich fand nur die Darreichungsform, also man hat das so mit seltsamen musikalischen Trennern versehen, die ja mir so ein bisschen sperrig daherkamen, zumal man dann auch noch so eine Erzählstimme drauf hatte, die ihn vermutlich, ich vermute mal, das ist Altspanisch, also die Originalsprache, die Cervantes da verwandt hat, so erklingen soll. Und das dauert oftmals ewig, also gefühlte Ewigkeiten, bis so ein Trenner vorbei ist und die nächste Story kommt. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen, weil ich das auch, ich sag mal, für Kinderohren nicht besonders ansprechend fand. Also das war sehr, sehr sperrig und auch die Geschichte war, da man ziemlich an der Sprache, an dieser etwas alt hergebrachten Sprache so festgehabt hat und man das gar nicht versucht hat, irgendwie moderner zu erzählen, also zumindest im Sprachgebrauch moderner zu erzählen, weiß ich nicht, ob das bei dem eigentlichen Zielpublikum so wirklich auf Freude trifft, weil ja das Ganze doch ziemlich sperrig wirkt und wahrscheinlich nicht die Leute einfach erreicht, also dass da einfach vieles verloren geht, weil man es halt einfach nicht versteht. Ja, beziehungsweise verstehen vielleicht im Groben schon, aber so, ich glaube, dass man schnell die Lust verliert, wenn man da so einige Sachen nicht nachvollziehen kann oder so einige Wörter oder Formulierungen nicht so direkt nachvollzieht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann schon so ein bisschen enttäuscht davon ist. Das ist schön gespielt, keine Frage. Also das hat tatsächlich was, wenngleich mir Christian Brückner als Don Quixote nicht so gefällt, was aber hauptsächlich an der Form liegt, wie das vorgetragen wird. Er trägt das dann halt eben auch so gestelzt vor, was eigentlich zur Figur gut passt. Aber ich hätte mir das irgendwie ein bisschen lockerer gerne gewünscht. Also da hat es mir ein bisschen gefehlt. Also für mich wäre es eigentlich okay gewesen, aber ich glaube, für die Zielgruppe wäre mir das eigentlich zu sperrig. Oh, schade. Ja, hör vielleicht mal rein. Ich musste gerade an Kill Shakespeare denken, weil es da eben auch darum ging im Vorfeld, wie man die Sprache anlegt, ob man das Shakespeare übernimmt und inwieweit man es übernimmt und anpasst. Das ist, glaube ich, tatsächlich immer schwierig, wenn man tatsächlich vorhat, das Sprachliche damit reinzubringen. Das ist, glaube ich, immer schwierig tatsächlich. Ja, klar, aber für mich wäre es okay gewesen. Aber wenn man es für Kinder aufbricht, ich glaube, da muss man ein bisschen anderen Weg finden. Ich weiß es nicht. Also es kann natürlich auch sein, die Kinder total begeistert sind davon, aber
aber ich konnte es leider nicht am eigenen Kind testen. Dafür hat die Zeit jetzt noch nicht gereicht. Ich werde das vielleicht nochmal nachholen. Ja, also wie gesagt, ein bisschen jo. So ganz meine Begeisterung hat es nicht geweckt. Garantiert nichts für Kinder, um meinen Sellinger zu machen. Ja. Ist die 13. Folge von Foster. Vertrauen kam bei Imaga raus. Er kommt noch bei Imaga raus. Das stimmt, dauert, ich durfte es ja schon hören, ja. Aber bis sie uns hört, dann ist es auch schon fast da. Das stimmt. Ja, Vertrauen. Das ist tatsächlich das tragende Thema, um das es geht in dieser 13. Folge. Nachdem ja in Folge 12 doch so einiges passiert ist, was einen ja dann doch ein bisschen zerstört zurückgelassen hat in jeglichen Varianten. Das ist doof, echt. Ich weiß nicht, was ich euch verraten darf. Also nur so viel. Es sind ziemlich viele Brücken abgerissen worden in Folge 12 und einige Leute enttarnt worden und auch hops gegangen durch die Hand von Foster. Ich glaube, mehr will ich nicht verraten. Und Foster hat gleichzeitig aber auch, dadurch, dass er in die Falle quasi getappt ist, Verbündete verloren. Ja, mehr will ich nicht verraten erstmal. Okay, und an der Stelle setzen wir eben an und es werden eben jetzt die losen Enden quasi zusammengepuzzelt und die Organisation soll aufrechterhalten werden, obwohl Foster ja auf der Flucht ist, als gesuchter Mörder letztlich. Und Foster sucht halt nach Verbündeten und landet bei Dunja, also quasi bei der Konkurrenz, sage ich jetzt mal, bei der russischen. Zu Dunja hat er Vertrauen und nimmt mit ihr Kontakt auf und will sie in Berlin treffen. Und das tun sie dann auch. Und dann nimmt das Ding wieder, ist toll erzählt, wieder so einen ganz fiesen Kniff, so einen Twist, nämlich, dass wir ab dort in einer Verhörsituation sind, am Ende der Geschichte, wo Dunja ihrem Chef erzählt, was passiert ist. Und es scheint etwas richtig Schlimmes passiert zu sein, was mit Foster zu tun hat und was Foster anscheinend gemacht hat. Also nicht, dass er seine eigenen Leute umgebracht hat, sondern nochmal etwas Schlimmeres anscheinend, was mit den Russen zu tun hat. Und selbiges passiert dann eben in Berlin und es wird eben dann wieder wirklich, wirklich toll erzählt, hin und her geschnitten zwischen dem Verhör und dem, was passiert ist, also dem Blick quasi zurück. Ja, und das ist wirklich nicht schön, was dann da passiert ist. Gleichzeitig wird eben erzählt, wie die losen Enden eben in der Zentrale quasi alle Kräfte versucht werden zu bündeln. Also Parker und Jones sind ja immer noch da und sie bekommen natürlich einen neuen Chef, den General Cooper. Ja, wo man halt auch nicht so genau weiß, was man von dem halten soll, weil der ja mit dem alten Chef auch eigentlich befreundet war. Man kann die Leute halt, man muss die alle, das ist immer das Fiese bei Foster, man weiß halt nicht so genau, wem man jetzt vertrauen kann. Wer jetzt auf welcher Seite steht und Foster letztlich ist nach dem, was mit ihm jetzt ja passiert ist, muss man Foster ja auch irgendwie immer nochmal neu einsortieren. Alles ein bisschen schwierig, alles schön in der Waage, alles wirklich toll erzählt mit einem ziemlich ekligen Finale. Richtig gute Folge, muss ich sagen. Also alleine die Szene, wie auf dem Cover, wie diese Baustellenszene erzählt wird, ist wirklich ganz toll. Ja, und die das Böse, quasi die böse Seite, die ja ist natürlich auch am Ruder. Anthony versucht, die Kräfte, die neu erworbenen, zu steuern und zu lenken, wo eben dann diese Szene kommt, ja, wo dann doch alle sehr erstaunt sind, wie weit diese Kräfte schon gediehen sind. Mhm. Also da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich. Also ganz toll. Foster macht Riesenspaß. Foster ist bombastisch inszeniert, wirklich ganz toll. Super erzählt. Also alleine diese Sprünge, wie man zum Beispiel inmitten der Folge in diese Verhörszene reinspringt, das ist einfach immens clever erzählt vom Spannungsbogen. Macht großen Spaß und immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Ganz toll. Ja, bin gespannt. Ich habe es noch nicht gehört, aber freue mich schon drauf. Starkes Ding. Was ich stattdessen gehört habe, ist ein neues Stück vom Hörspielprojekt, was am 14.06. Premiere hat und seither auch als Download zur Verfügung steht. Das Stück heißt Gedanken eines Toten und ist von Dennis Oberhach, der auch gleich die Hauptrolle spielt. Es geht darin um eine Zombie-Apokalypse, die Welt getroffen hat und ein Wissenschaftler sitzt in einem abgesperrten Labor, versucht hinter die Hintergründe zu kommen und ein Gegenmittel zu entwickeln. Das birgt einige Gefahren, die auch schnell Realität werden und das Stück in einen besonderen Kontext lenken. Interessant ist, dass das Stück so als quasi Mitschnitt gemacht ist. Also man hört also immer das Diktiergerät des Forschers, das eingeschaltet wird und ab da werden dann auch Mitschnitte gemacht. Das funktioniert nicht immer 100%, das konsequent so durchzuhalten, dass das stimmig bleibt. Aber sei es drum, es ist zumindest eine nette Idee, weil auch gerade die Sprünge in der Handlung
dadurch besonders interessant werden. Also das ist wirklich eine sehr clevere Erzählung, weil man halt viel weglässt und man sich vieles neu zusammenbauen muss und das nur aufgrund des eben Gehörten und jetzt neu Gehörten quasi sich selbst als Hörer eine Brücken bauen muss. Das ist jetzt nicht ungeheuer kompliziert, weil die Story durchaus nachvollziehbar ist, aber ich finde das schon wirklich clever. Das ist also wirklich von der Idee her super und auch super gelöst. Wie gesagt, manchmal sind die Aufnahmen ein bisschen schwierig, warum es jetzt da zu einer Aufnahme entsprechend kam. Das ist, wie gesagt, nicht ganz konsequent, aber im Großen und Ganzen fand ich das wirklich sehr, sehr originell. Ja, Zombies ist jetzt nicht vielleicht das originellste Thema, da hat man schon viel, aber es ist zumindest mal eine etwas andere Herangehensweise, als man es bei anderen Umsetzungen sieht. Und das Stück ist eine halbe Stunde lang und hat mir tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht, weil das halt eben eine sehr originelle Idee ist, insbesondere im Erzählen. Und mit sowas kann man mich ja immer kriegen. Schön. Du kannst gerne weitermachen. Du hast jetzt ein Solo nach dem anderen übrigens. Dann gucken wir mal in den WDR-Hörspielspeicher. Da gibt es ein neues Stück von Peter Meisenberg, was am 21. Juni Premiere hat und auch ab dem Zeitpunkt zum Download zur Verfügung steht. Darin geht es um einen Autoren, der sich mit seinem Lektor trifft und er möchte ein Buch schreiben, in dem es darum geht, was denn wäre, wenn es einen Auftragskiller gäbe, der sich um die wirklichen Feinde der Menschheit kümmern würde. Und zwar sieht er diese Feinde in Großkapitalisten und ähnlichen etwas ja mit unfairen Mitteln zu Geld gekommenen, die andere ausbeuten und so. Und daraus entwickelt sich dann so ein schöner Plot um die Frage, was ist denn Ethik in diesem Zusammenhang? Wie weit darf sowas gehen? Was darf überhaupt und was funktioniert überhaupt? Und wie vor allen Dingen würde das der Leser aufnehmen, der es dann schließlich konsumieren muss? Das ist dann auch noch so eine Frage. Das ja geht dann also am Anfang so los, dass halt eben verschiedene bekannte und unbekannte Menschen, also die werden natürlich nicht direkt beim Namen genannt, aber es gibt so zum Beispiel eine Familie, die eine Drogeriekette hat und die auf ganz fiese Weise in die Insolvenz treibt und sich dann versucht, mit den Millionen, die sie vorzeitig auf Seite geschafft haben, ja, durchzuschlagen. Das hat man schon mal irgendwo im realen Leben auch schon mal irgendwo gehört. Ja, also diese Geschichte wird zwischen den beiden und später auch noch dem Verlagsleiter ja diskutiert und wie der weitere Verfahrenslauf ist. Und dann schwappt die Story etwas über und es kommt dazu, dass der Autor, das verrate ich noch nichts. Aber es gibt einen schönen Twist, der allerdings dazu führt, dass diese sehr interessante moralische Diskussion ja so ein bisschen ad acta gelegt wird und um da einen Entschluss zu machen, über den der Hörer dann vielleicht auch keine klare Antwort kriegt. Aber vielleicht ist das auch Methode, weil man macht sich dann immerhin noch Gedanken drum. Das ist ja auch schon mal viel wert. Also man muss ja nicht unbedingt ein fertiges Ergebnis produziert bekommen, sondern es genügt ja auch, wenn das Hörspiel dazu anregt, dass man sich mal den einen oder anderen Gedanken mehr macht. Und dafür ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich fand das wirklich eine interessante Story und auch bin ich wieder mal dankbar für das, weil das wieder was ganz Originelles war von der Idee her. Auch so eine Idee, die mir immer schon mal im Kopf rumschwebte mit so einem Robin Hood Gerechtigkeitskiller. Das ist wirklich ein dankbares Thema. Man kann sagen, das ist doch unser Umgang, Thema eigentlich, damit, ne? Ja, genau. Ein wirklich interessanter Umgang, wie man dann auch damit umgeht. Also, dass man das dann nur aus dieser Dürrenmatt-Perspektive so erzählt. Also so Autor mit Regisseur, das hat man da auch schon mal bei dem vor gar nicht allzu langer Zeit, ich weiß jetzt immer, wie es hieß, dass das so eine schöne Atmosphäre, dass man einfach diese Situation durchdenkt und da so verschiedene Handlungsstränge erdacht und dann so bei einem bleibt. Also fand ich sehr, sehr originell und würde ich euch dringend ans Herz empfehlen wollen. Schön. Übrigens Regie Petra Feldhoff. Auch wenn es eher ein, ja, ich sag mal so effektärmeres Hörspiel ist. Geht halt mehr um die Dialoge an sich. Aber es wird auch mal gemordet für diejenigen, die so Krimi-Element brauchen. Fein. Ja, dann morgen übrigens Augsburg. Also morgen Augsburg heißt das Hörspiel. Hatten wir euch im Vorausblick schon mal erwähnt, dass es das geben wird. Und das ist seit 16.06. verfügbar. Morgen Augsburg nach Thomas Bernhard. Ruth Stäblein hat das Ganze inszeniert, indem sie zwei berühmte Sachen von Thomas Bernhard genommen hat. Und zwar einmal die Städtebeschimpfung, die wir auch schon mehrfach
hier im Orcast euch vorgestellt haben, immer wenn es mal im Radio lief. Es gibt ja da verschiedene Zusammenschnitte. Es gibt ja mal nur die österreichischen, mal nur die deutschen Städte, die da beschimpft werden. Dazu gibt es noch die Lesung Die Mütze von Thomas Bernhard selbst aus dem Jahr 1969, die da quasi gegengeschnitten wird. Ich sag mal, wer die Städtebeschimpfungen kennt aus den anderen Vorträgen, der wird hier nicht großartig viel Neues treffen. Interessant ist halt der Zusammenschnitt mit der Mütze, die ein ganz anderes Bild von Thomas Bernhard, also so mehr so ein introvertiertes Gedankenbild, dass Thomas Bernhard eben eine Mütze findet, sich da jetzt Gedanken drum macht, also erst will er sie behalten, dann hat er doch ein schlechtes Gewissen und versucht, die zurückzugeben, aber auch diese Zurückgabe ist nicht so ganz einfach, also das ist schon, macht schon ganz viel mit dem Autoren und dazu ganz konträr diese Städtebeschimpfung, wo es wirklich sehr, ich sag mal, nicht besonders gerecht eher ins Gericht mit einzelnen Städten geht und wirklich auf übelste Weise Städte beschimpft. Die Stadt an sich kann ja nichts für und ist auch nie so, dass man das ja auch runterbrechen kann. Man kann ja nicht sagen, irgendeine Stadt ist doof. Man kennt ja gar nicht alle Leute da. Man kennt vielleicht einzelne oder hat einzelne Erfahrungen da gemacht, aber man kann das ja nie auf die ganze Stadt runterbrechen. Man macht es natürlich. Und das ist halt, was er macht auch, ja? Ja, ja. Er tut es halt einfach. Er macht das dann einfach und er macht das auch ohne Visier, ohne Schutzschild, ohne irgendwelche, also das ist wirklich direkt auf die 12. Also ich sag mal, man entdeckt wenig Neues, wenn man die Städtebeschimpfungen schon kennt, außer diesem Gegenschnitt mit dieser Lesung. Aber es ist immer noch total interessant, sowas zuzuhören. Man sitzt da wirklich mit offenem Mund, denkt, das hat der doch jetzt nicht ernsthaft gesagt, aber der meint das ja auch noch so. Das ist ja nicht nur so, dass das eine Masche wäre, sondern der ist ja da tatsächlich felsenfest von überzeugt, dass er da im Recht ist. Ja, es ist halt Thomas Bernhard, wegen dem der arme Jan Böhmermann jetzt so Ärger in Österreich hat. Wegen Bernhard? Ja, der hat, er ist in einem Interview gefragt worden. Achso, er hat dass auch recht. Thomas und das Bernhard sind mehr, quasi ne? gesagt hat, Österreich besteht aus 6 Millionen Debilen und der Böhmermann hat gesagt, naja, mittlerweile sind es ja 8,5 Millionen. Ja, stimmt. Und dann hieß es dann, naja, Böhmermann hat sich über die Österreicher lustig gemacht, er hat ja nur das Zitat aktualisiert. Genau. Aber wahrscheinlich hat er recht. Um es mit Thomas Bernhard zu sagen. Mit Thomas Bernhard zu sagen, genau. Ich kann es nicht, ich habe nur das Zitat jetzt übernommen. Ja, wir können uns ja erlauben einfach. Ne? Wir haben unter Umständen einen österreichischen Fan, zwei. Ja, die sind natürlich ausgenommen. Ja, also ihr seid bei den achten nicht dabei. Nächsten auch noch als Solo? Ja, natürlich. Du kannst ja komplett durchmachen. Ich habe nichts gehört. Ich habe eine Woche Urlaub gehabt, ich habe nichts gehört. Das klingt gut. Das ist nur so ein bisschen. Du hörst ja nur auf der Arbeit. Ja, unterwegs, sehr viel unterwegs tatsächlich. Ja, und dann zu Hause halt, aber irgendwie beim Urlaub, nee. Ich weiß auch nicht. Im Baumarkt doch über die Lautsprecher. Das ist nicht ja, genau, richtig. Ja, unterbrochen von 18 bitte Storno, dann geht's weiter. Nee, sowas wird bei uns tatsächlich nicht mehr durchgesagt. Wir haben ja Headsets mittlerweile. Ah, okay. Ja, bei uns wird rumgefunkt. Achtung, Kunde in Regal 18, bitte. Meiden, bitte meiden. Ja, nein, genau. Wir machen sowas ja nicht. Also wirklich ernsthaft, wir machen sowas nicht. Und es stimmt, also ihr könnt euch die Kritiken durchlesen, also die Google-Kritiken zumindest. Okay. Es ist interessant, da gucke ich ja doch manchmal. Ich werde auch einmal persönlich erwähnen, das fand ich immer sehr schön. Echt? Und auf mich ist dann mal eine Kundin zugekommen und hat meinen Namen gelesen und hat gesagt, ach, Sie sind ja schon berühmt. Weil die Google-Kritiken gelesen hat. Ja. Das fand ich sehr lustig und befremdlich. Hat sie dir dann wenigstens ein Belohnbier ausgegeben? Nee, auch hör mir auf mit dem. Sonst muss ich noch eine Tirade gegen meinen Arbeitgeber starten. In Zeiten der Suchtprävention, yep, wird Bier im Baumarkt verkauft. Das ist, ist also ich finde die Werbung so schön. Die ist so schön. Scheiße. Soll man dann sagen, klischeefrei? Selten so eine klischeefreie Werbung gesehen wie die. Und das Fiese ist, das wirkt anscheinend, also das funktioniert. Das war bei uns innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft. Irre. Das ist kein Scherz. So was? Ausverkauft? Na. Und die Leute fragen jetzt schon nach Nachschub. Ihr habt ja gute Erfahrungen schon mit dem Hammer gemacht. Mit dem Hammer? Hattet ihr nicht mal den Hammer? Oder wart ihr das nicht? Haben wir nur darüber gesprochen? Es gab doch mal diesen besonderen Hammer. Ah nee, der war Hornbach, oder? Welchen Hammer meinst du denn? Ach, der Hammertyp? So einen speziellen Hammer. Den Hammertyp meinst du nicht, die Schildkappe. Nein, da gab es doch mal so extra einen echten Männerhammer, den es dann speziell nur, ja, ich glaube, es war Hornbach damals. Das klingt aber ganz furchtbar. Haben wir auch schon drüber geredet, Orcast 45 oder so. <Okay. lacht> Nee, aber was bei uns auch mittlerweile gibt, sind diese benamsten Zollstöcke. Ah, okay. Mhm.
Das ist auch, also, das wird auch, also tut mir leid, liebe Kunden, warum? Ich verstehe sie. Das kaufen die Leute wie blöd. Ich habe auch einen mit Fonderheit drauf. Das ist nicht dein Ernst. Allerdings, Okay, ja, das ist ein personalisierter, nein, nein, personalisierter. nein, nein, ist ja nicht mal. Das ist Nicht? ein Werbezollstock von der Firma, die zufällig Fonderheit Ach hieß. nee, das ist ja Und den geil. hat mir irgendeiner mitgebracht, Das ist cool. Ja, ja. okay. Also der ist nicht irgendwie gedruckt worden da für mich extra, sondern DT? ja, genauso geschrieben. Krass. Na, das ist doch cool. Ja, wünsche auch. Aber also nee, das ist. Da musste ich schwer durchatmen, als ich das mitgekriegt habe. Ich habe gedacht, ich werde für dumm verkauft. Ich habe gedacht, die wollen mich veräppeln. Aber nein, ja, ist ja wirklich so gekommen. Und ja, ich wollte auch einen Brief an unsere Zentrale schreiben, wie ich das finde. Das wird auch tatsächlich dann immer zur Kenntnis genommen. Also, aber ändert natürlich nichts. Ja, wahrscheinlich kriegst du dann eine Kiste Belohnbier Ja, geschickt. der Und Gag dann. ist, jeder Mitarbeiter hat einen Sechserträger bekommen. Echt? Das siehst du mal. Und hast du die auch ordnungsgemäß mit dem Schraubenschlüssel aufgemacht? Nein, nein. Ich habe mir überlegt, ob ich sie nicht mitnehme. Aus Protest, nein, ich dachte, das ist auch beknackt. Ja. Siehst du, so weit reicht's dann, ne? Das ist Ja. echt, oh, das habe ich mich auch nicht gut gefühlt danach. Bringt sie dich in moralische Zwänge? Ja. Und vor allem das Geile ist, an dem, jetzt schweifen wir völlig aus, aber das muss ich noch zu Ach Ende was? erzählen, weil das war so bezeichnend. An dem Tag, an dem wir das erste Mal das Bier hingestellt haben, ist bei uns vorne ein Alki im Eingangsbereich umgekippt. Und wir mussten ihn dann betreuen. Ich dachte, ja. Das ist so schön Passt doch. passend gerade. Das ist ein Träumchen. Hättest du noch ein Bild machen können und noch Werbung hier fürs Belohnbier Genau. machen können. Weil er Ah, hatte vorher der keine arme Veranda Kerl. zusammengeschraubt. Bitte? Der hat aber vorher keine Veranda zusammengeschraubt. Nein. Nee, der hat mir dann, verletzt das Persönlichkeitsrecht? Nee, man weiß ja nicht, um wen es geht. Der hat mir dann am Boden liegend erzählt, dass er so eine krasse Arbeit hat, wo er so schwere Maschinen fahren muss. Währenddessen ich seine Fahne gerochen habe. Ich dachte, oh Mann, ey, du armer Kerl. Wie lange lebst du schon in der Welt? Oh, ey. Das ist so, oh, das hat mich so traurig gemacht. Echt da. Boah, hat mich das runtergezogen. Mann, Ja, Mann, Mann. schön. Und dann stehe ich auf und gehe in den Markt und da steht's Belohnbier. Das war auch ein Tag zum Vergessen. So, kommen wir zum Ja, Radiotatort. genau, Radio-Tatort. Ach ja, stimmt, wir meinen ja so einen Hörspiel-Podcast. Radio-Tatort. Haben wir auch kurz entfallen. Ja, der neue Radio-Tatort, den es seit 12. Juni zum Download gibt, stammt aus dem MDR und aus der Feder von Tilo Reffert und trägt den Titel Auslöschung. Darin geht es um einen Brandfall. Ein Einfamilienhaus brennt ab und in dem Trümmern findet man die Leiche einer jungen Frau. Und sie ist tatsächlich nicht verbrannt, sondern erstochen worden. Und zwar nicht einfach mal so, sondern direkt mit 13 Messerstichen. Also eine sogenannte Übertötung, wie man auch spätestens in diesem Radio-Tatort dann lernt. Ja, jetzt geht es um die Aufklärung. Und die Aufklärung soll nicht nur die Kollegin Grimm neu machen, die jetzt als neu beim LKA ist. Nein, auch Just Fischer soll wieder eingreifen und macht das dann auch und auf seine eben besondere Art, weil er ja auch ein altgedienter Kommissar ist, der schon zu DDR-Zeiten im Dienst war, hat er so ein bisschen Gespür für Menschen und das will man jetzt halt eben ausnutzen und ihn versuchen da wieder auch für den tatsächlichen Dienst, der ist ja seit einiger Zeit suspendiert. Ja, wieder ein bisschen einzugliedern, zumindest einen Versuch zu wagen, das so zu tun. Das Stück lebt dann davon, dass diese Story, die die Verdächtigen haben, also die Besitzer des Hauses, die dann eben in Verdacht kommen, weil die Schwiegertochter, die also schließlich das Mordopfer ist, da umgekommen ist und sie eben als Hausbesitzer so den ersten Zugriff haben und da eben in Verdacht geraten. Die haben halt ihre eigene Oststory mit ganz vielen schwierigen Phasen. Also zu einem im Osten halt das Problem, dass da die Industrie schon mal kaputt ging, die ursprüngliche Fotoindustrie, die dort heimisch war, dann durch eine Lackindustrie ersetzt war, die dann nach der Wende kaputt ging. Dann kamen neue Ideen, eine Selbstständigkeit, die man angestrebt hat, die dann eben auch den Bach runterging, weil man eben auch mit dem Kapitalismus nicht so zurechtkam, wie man das ursprünglich dachte. Ja, es ist halt so eine Ostbiografie. Ich hatte es als Ostdeutschland in a nutshell erklärt. Also so quasi, dass man so alle Probleme versucht, in dieses Ehepaar rein zu projizieren. Und das ist tatsächlich, gelingt das so, dass es nicht überfrachtet wird. Aber es ist so interessant, dass einem der Krimi drumherum eigentlich total egal wird. Und das ist einerseits ist das ja ein gutes Zeichen, wenn die Story einen so mitnimmt, dass einem das eigentliche Verbrechen
eben so ganz an den Rand gedrängt wird. Aber am Ende kommt es dann eben auch wieder zurück, nicht nur im Krimi selbst, sondern auch beim Hörer. Also man wird dann also mit einem Ende konfrontiert, was zum Teil nicht ganz nachvollziehbar ist, was die handelnden Figuren mitbringt. Denn es gelingt nicht, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel sage, es gelingt nicht unbedingt denen, die das Täter dingfest zu machen. Ja, nee, das klappt schon. Es klappt aber nicht irgendwie so eine besondere Art von Verständnis zu bringen. Das hat man ja manchmal, dass man sagt, naja, okay, das ist jetzt eine Tat gewesen, die man nachvollziehen kann. Das kann man zwar, aber oftmals hat man ja so, naja, der ist nicht so hundertprozentig Täter. Da gibt es Gründe, die man nachvollziehen kann, die man, ja, entschuldigen ist vielleicht das Falsche, aber es gibt es ja schon mal, dass man das so, dass man da so hingebogen kriegt. Und das gelingt hier tatsächlich nicht. Ist aber auch vielleicht gar nicht so Sinn und Zweck der Sache, denn ich könnte mir auch vorstellen, dass Thilo Reffert da so ein bisschen eben nicht dieses Klischee absichtlich bedienen wollte. Allerdings ist dann das Verhalten wiederum einem der Ermittler nicht so ganz nachvollziehbar. Also ich fand es tatsächlich interessant, wie gesagt, für die Krimi-Fans jetzt eigentlich weniger, weil der Krimi ist tatsächlich nur eine Randerscheinung dieses Tatorts. Da steht ganz anderes im Fokus und genau dieses andere ist diese ostdeutsche Vita, die da im Kleinen erzählt wird, die aber ganz viele Menschen in Ostdeutschland betrifft und die ganz viele, denke ich mal, dort auch so nachvollziehen können, weil vielen das vielleicht ähnlich ergangen ist oder sich zumindest so fühlen, als ob es ihnen so ähnlich ergangen ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das schon einige betrifft und einige auch interessieren dürfte. Und ich fand es zumindest ganz interessant, weil das einmal so ein bisschen auch mal so ein Ohr und Auge öffnet, würde ich schon sagen, dass man das mal hören sollte. Wie gesagt, nicht unbedingt aus kriminaltechnischer Sicht. Aber wunderbar, ja. Das ist auch schön. Mhm. Auf sowas freue ich mich ja immer. Das muss ich dringend hören, tagtäglich um mich herum. Du bist ja noch näher dran. Mhm. Also ich habe genau das tatsächlich auch tagtäglich um mich. Und ich habe es erst verstanden, seit ich hier wohne, muss ich sagen. Was das für, also in alle Richtungen für eine andere Welt war und immer noch ist tatsächlich, ja. Ist es immer noch, wirklich. Ist auch nicht schlimm, dass es eine andere Welt ist. Nein, nein, nein. Aber es ist wirklich eine. Ja, ich mach da noch eins. Mach mal noch einen. Hermann Bohlen, das wollte ich eigentlich Hermann auch hören. Bohlen. Ja. Tatsächlich ist ja jetzt Hermann Bohlen jetzt nicht unbedingt mein Lieblingshörspielautor. Aber es gibt tatsächlich dieses Hörspiel. Schweineheinz. Ich habe es ja noch nicht gehört. Immer noch nicht. Aber Tote Winkel heißt das Stück, was beim WDR seit 1. Juni verfügbar ist als Download und auch im Radio dort lief, ist ein wirklich besonderes Stück. Es geht um, sag mal, weitestgehend Aggressionen im Straßenverkehr. Also es wird anhand einer, zum Beispiel einer Selbsthilfegruppe beziehungsweise einer Therapeutin, die sich mit ausrastenden Verkehrsteilnehmern kümmert, ein Kommissar, der sich mit dem Thema befasste, beziehungsweise also mit dem Straßenverkehr an sich und der eben auch dieses Problem dieser zunehmenden Aggressivität wahrnimmt und schildert. Und das hat irgendwie ganz viel mit mir gemacht. Mhm. Also ich habe mich da oftmals wiedererkannt, weil es auch so eine ganze Bandbreite von Aggressivität gibt. Auch so ein Aufbauen und Aufbauschen dieser Aggressivität. Also es werden da wirklich ganz üble Sachen geschildert, aber auch schon, wie die im Kleinen anfangen. Und das fand ich halt wirklich besonders interessant, besonders nachvollziehbar, weil das alles was war, was man sich vorstellen kann. Und je extremer es wurde, war das auch immer so, dass man dachte, beziehungsweise wenn man nur dieses Extrem gehört hätte, hätte man gesagt, ja klar, ist jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben. Mhm. Nee, aber ist es nicht, weil das in diesem Hörspiel so mit reinwächst und man das so nachvollziehen kann. Die vielleicht extremste Szenerie ist, also dass ein Radfahrer mit seiner Tochter hinten drauf dann irgendwie sich mit dem Autofahrer dermaßen anlegt, dass sie sich vor der Tochter, die auf dem Fahrrad sitzt, hinten drauf sitzt, da prügeln und aber das war tatsächlich, dass ich mich so gedacht habe, also nicht nur im Straßenverkehr, wo mir das ständig passiert, dass ich da irgendwie aus der Haut fahre, weil der vor mir nicht so fährt, wie ich das jetzt denke, dass der fahren sollte.
dass man da schon mal, also das, ich bin da auch nicht so entspannt. Und also dieses Hörspiel hat mich dann doch so ein bisschen auf den Boden gesetzt. Ja, so ein bisschen auf den Boden und mir so direkt den Spiegel vorgehalten. Und ich habe heute Morgen noch beim Brötchen holen, bin schon mit dem Fahrrad gefahren und bin da lang und da ist halt so einer dicht an mir und da habe ich dann direkt, muss ich wieder an das Hörspiel denken. Ich hätte jetzt wahrscheinlich bis nach Hause geflucht über den, statt mich da mal locker zu machen. Es ist nichts passiert und der wollte das wahrscheinlich auch nicht so. Und aber das ist so, ich bin da auch sehr, sehr anfällig für sowas und ist zum Glück noch nicht so weit gekommen, dass ich mich da mit einem geprügelt habe, aber ich würde es nicht ausschließen. Krass. Ich muss schon wieder zweimal abschweifen. Nummer eins, meine Frau sagt jedes Mal, wenn ich mich reinsetze ins Auto, was da für eine Veränderung mit mir anscheinend vorgeht. Genau, sagt meine Frau auch. Ich würde ein ganz, ganz anderer Mensch werden, wenn ich in einem Steuer sitze. Und also da scheint ja wirklich was dran zu sein. Ja, das ist also... Ich beobachte mich auch selber manchmal, ja. Du hörst das, aber das ist vielleicht ganz gut, weil das ist also seit ich es gehört habe, fällt mir das auch tatsächlich dann auf und fällt mir dann ein, denk PTC, wie nimmst du dich wie ein 13-Jähriger? Mach dich mal locker. Siehst du, Hermann Bohlen. Ja, Hermann Bohlen hat was mit mir gemacht. Das klingt jetzt eher nach was anderem, aber. Ja, sollte man mal vielleicht als Titel aufschreiben. Das ist ein sehr schöner Titel, ja. Und das andere ist, als ich in Berlin war für den Horler, da habe ich mich bei der Aftershow mit einer unterhalten, die, das war, glaube ich, eine Freundin von Maria, ja, von der Harfenistin. Die ist Lehrerin in Berlin und fährt immer mit dem Fahrrad zur Schule. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, du traust dich wirklich in Berlin mit dem Fahrrad zu fahren? Guckt die mich an, völlig entspannt. Ja, du musst nur den Krieg einfach annehmen. Wie, was? Den Krieg annehmen? Ja, ich bin schon mehrfach, also fast verprügelt worden. Also einmal war es kurz, wirklich kurz davor. Da kam dann noch ein Freund, der zufällig in der Nähe war, dazwischen. Da war ich schon, da ist der Autofahrer schon ausgestiegen und wollte gerade auf mich losgehen. Da ist er dazwischen gegangen. Also in Berlin scheint das dann nochmal eine Spur härter zu sein. Aber ja, also das muss ich wohl anhören, unbedingt. Vielleicht macht das ja auch was mit mir. Also es ist, fände ich gut. Wie gesagt, wir haben jetzt Mitte Juni und wie gesagt, heute Morgen beim Brötchen holen, hat es mich noch eingeholt. Fein. Hat denn Anomalie auch was mit dir gemacht? Nein, das ist jetzt, das da kommt bin noch. Ich jetzt am Ende, weil das sind jetzt die Sachen, die jetzt im Juni nur zu updaten sind. Okay. Unter anderem die vierte Folge von Anomalia. Quo Vadis? Ja, Quo Vadis? Genau. Sind wir mal gespannt. Ist das schon die letzte? Nee, sechs gibt's, ne? Ich glaube sechs, ja. Ich meine, ich hätte was von sechs im Ohr. Ja, dann gibt's gute alte Bekannte unter einem neuen Titel. Liebe im ersten Semester war ja mal so der Versuch, eine Soap zu etablieren. Nachdem der Hörverlag es damals schon erfolglos versucht hat, hat es dann Lübbe Audio auch nochmal probiert und dann auch festgestellt, ich glaube nach vier Folgen oder so, dass das vielleicht nicht so die beste Idee ist. Und jetzt gibt es das Ganze nochmal in einer Neuauflage. Heißt jetzt Felicitas, Liebe im ersten Semester, und ist also der komplette Block, den es damals gab. Und das Ganze ist am 7.6. auf sechs Audio-CDs erschienen. Nee, vier. Jetzt blicke ich nicht mehr durch. War das nicht das mit dem Pferdehof? Nee, das war das von der Lauscher-Lounge. Das war das von der Lauscher-Lounge, was für ein Hörverlag produziert wurde. Da gab es, glaube ich, 10 Folgen. Wie hieß das denn? Oh, ich vergiss es. War das nicht irgendwas mit dem Ponyhof? Also, dass das so, das Leben ist kein Ponyhof oder so irgendwas? Also, der Untertitel war zumindest so, das Leben ist kein Ponyhof. Und nebenbei Liebe hieß es. Ah, sehr gut. Richtig, genau. Das war richtig, das war eigentlich total gut. Fand ich auch damals, ja. Da war doch der Vater gestorben und der hat dann quasi so aus dem Jenseits erzählt. Ja, genau, irgendwie so. Aber ich fand es super, ja. Hier, Ferienbande, NASA, wie heißt sie, Katrin? Wiegand. Ja, geschrieben. Das stimmt, das war echt gut. Aber nie mehr im ersten Semester. Das Beste war, lief ja bei der Lauscher Lounge, Oliver Rohrbeck hat das gemacht und da gab es bei der Buchmesse als Werbegeschenk Seife, die Oliver Rohrbecks Schwester selbst geschöpft hatte. Cool. Weil Soap. Nicht schlecht. Bleibt hängen. Ja. Auch die Seife bleibt hängen. Ja, dann noch eine Verschiebung. Den normalerweise im Mai erschienenen Flexman Low, die Folge 149 des Gruselkabinetts, die wird in den Juni geschoben. Am 28.06. wird diese Folge erscheinen. Normalerweise erscheinen die immer zwei pro Monat, März, April, Mai. Aber den letzten, den hat es jetzt einen Monat nach hinten geschoben. Ich habe mich noch gewundert, als das Päckchen kam mit einer CD. Ja. Die Pyramide ist erschienen schon. Genau, die kam normal, regulär. Ja, dann eine Produktion der Hörkastanie. Es gibt das Hörspiel Hugos Mitternachtsparty. Mitternachtsparty in Gefahr. Achso, sind das zwei Folgen? Nee.
Nee, ich Die glaube, das Serie heißt heißt Hugos Hugos Mitternachtsparty, heißt die Okay. Serie. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, es Okay. gibt, es gab da, glaube ich, wohl schon mal was, oder? Gab es das nicht schon mal in den 80ern, 90ern? Also ich kenne Hugo nur als den Troll aus dem Fernsehen, Okay. Ja, wo also sie es immer gab gespielt zumindest mal ein haben, mit der Brettspiel. Ich Fernbedienung glaube, oder das so. ist dann ein Hörspiel dazu, wenn ich das so Ah, richtig okay. verstanden habe. Aber korrigiert mich, ich bin da jetzt auch nicht so bibelfest, was Geisterstories anbelangt. Dann wird es beim Hörspielprojekt auch noch eine, nee, gab es schon, aber noch nicht gehört, eine neue Serie geben. Und zwar John Kraken heißt selbige mit der ersten Folge Schmerz. Eine Serie von Pierre Horn, der auch Regie führt, ja, beim Hörspielprojekt. Ja, und bei All Ears, da gibt es auch nochmal zwei Hörspiele neu. Und zwar werden am 21. und 28.06. die ersten beiden Folgen von Kommissar Klicker erscheinen, also neu erscheinen, Unternehmen Bratpfanne und Jagd auf blaue Blüten. Das Ganze gab es damals bei Schneiderton und jetzt eben bei All Ears. Hörspiele, die ich nie hören konnte, obwohl ich die Kassetten habe, weil die Kassetten nicht funktioniert haben. Eieiei. Die laufen nicht. Ich weiß auch nicht, was mit dem Tonband da ist, ob das irgendwie da klemmt. Also ich weiß es nicht. Funktioniert nicht. Ich habe auf mehreren Abspielgeräten probiert. Okay. Dann geht es bei Leo und die Abenteuermaschine auch weiter. Folge 10 auch schon mittlerweile. Carpe diem, nutze den Tag bei IT Media. Und ein Hörspiel von A.L. Kennedy, was der NDR im April urgesendet hat, wird es jetzt bei Headroom auf CD geben. Ab 17.06. ist das Ganze im Handel. Onkel Stan und Dan und das fast ungeplante Abenteuer. Ja, und ein neues Abenteuer. Apropos der Pollution Police gibt es auch die Folge 17, Rache auf Spanisch. Was heißt Rache auf Spanisch? Keine Ahnung. Hat sich ein bisschen nach hinten verzogen. Hat man, glaube ich, schon mal irgendwann angekündigt für April oder so. Und jetzt Ach, die neues Folge mit Datum dem ist das. brennenden Boot. Jetzt ja. Ja, ein neues Schreckmümpfeli gibt es auch, was ihr downloaden könnt. Und zwar Intelligenztransfer heißt es, ist von Mike Lamar eine Neuproduktion, in der Miriam Stini Regie geführt hat. Ja, und eine neue Takimo wird es auch noch geben. Sehr schön, ich freue mich. Matura heißt die Folge 33, wie immer von Peter Lindl und Gisela Klötzer bei Polaris. Sehr schön. Ja, gut. Und damit sind wir schon mit dem Update fertig. Genau. Gut, dass wir es früh aufgenommen haben, da kommt immer so viel. Ja, na dann stürzen wir uns in den Rückblick. Genau. Bis Bis gleich. gleich.